Wir wissen, dass es in Beteiligungsprojekten wichtig ist, die Kanäle der Jugendlichen zu nutzen, wenn es darum geht, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wie müssen die Kommunikationswege gestaltet sein? Dabei ist es ganz wichtig, dass Sie zunächst erstmal klären, worum geht es denn überhaupt im Projekt, um dann also entsprechend auch einschätzen zu können, benötigen wir jetzt eher einen Messenger, um schnell hin und her kommunizieren zu können, benötigen wir vielleicht eine Online-Plattform oder einen anderen Dienst, weil wir uns Bilder, Fotos oder Videos hin und her schicken möchten. Oder ist vielleicht unser Tool oder unsere Kommunikationsform direkt über eine der gängigen Beteiligungsportale zu finden? Laut meiner Erfahrung ist das meistens WhatsApp. Das kann bei Ihnen aber auch anders sein. Einfach mal abfragen. Bei Think Big haben wir WhatsApp als zusätzlichen Kanal zu E-Mail eingesetzt und damit gute Erfahrungen gemacht. Es wurde sehr gut angenommen. Es ist gut, sich vor Augen zu halten, wann die Jugendlichen gut kommunizieren können und wann sie gut erreichbar sind. Während der Schulzeit wahrscheinlich eher nicht. Wann und wie sie dann innerhalb des Projekts erreichbar sind über das digitale Tool, sollten sie ebenfalls vorher für und mit den Jugendlichen festlegen. Es ist natürlich in Projekten, wo etwas schnell organisiert werden muss oder wo dann letztlich die Zeit drängt, wichtig, dass sie auch online schnell und gut erreichbar sind. Aber ich denke, das trifft natürlich immer auch für beide Seiten zu. Also da sollte man sich also gemeinsame Regeln geben. Kinder und Jugendliche sind es gewöhnt, dass man eben über Chats oder auch über irgendwelche Messenger, andere Messenger-Dienste sehr schnell reagiert, und sie sollten davon nicht allzu großen Abstand nehmen. Man kann beispielsweise feste Sprechzeiten aushandeln, kann aber genauso gut festlegen, dass es eben nachts keine Botschaften verschickt werden. Kommunikation in Gruppen kann ziemlich herausfordernd sein. Vor allem, wenn es große sind. Da geht es dann ziemlich hin und her und vieles hat vielleicht gar nicht mit dem Thema zu tun. Deswegen gut, sich Regeln zu überlegen. Vielleicht gibt es ja auch zwei Gruppen. Eine für so alles Mögliche und das andere, was wirklich wichtig fürs Projekt ist. Es ist wichtig auch, sich die technischen Möglichkeiten der Messenger genau anzuschauen. Zum Beispiel eine Statusmitteilung. Da reinschreiben, wann bin ich wieder erreichbar? Oder bei einer Gruppenbeschreibung, die es inzwischen bei einigen Messengern gibt, den aktuellen Stand zusammenzufassen. Da müssen nicht alle sich doch alles durchlesen, sondern einfach können oben gucken, was gerade los ist. In großen Gruppen kann es auch praktisch sein, wenn man mit dem Ad-Zeichen bestimmte Leute anspricht und sie so besser erreichen kann.